Herzlich willkommen zu Ihrem Podcast zur Vorlesung Semantik und Pragmatik im Wintersemester 2020-21 an der HHU. Ich bin Simon Kasper. Das Thema heute: Was ist der Unterschied zwischen Semantik und Pragmatik? Es mag Ihnen vielleicht ein bisschen seltsam vorkommen, aber das, was in der Semantik- und Pragmatikforschung so getan wird, lässt sich gar nicht so leicht in Definitionen von Semantik und Pragmatik überführen. Es wird zwar munter semantisch und pragmatisch geforscht, und die ForscherInnen sagen auch von ihrer Forschung, sie sei semantische oder pragmatische Forschung, aber es gibt gar keine oder noch keine Definitionen von Semantik und Pragmatik und vor allem von Pragmatik, die für alle diese ForscherInnen zustimmungsfähig wäre. Ich stelle Ihnen heute ein paar grobe Abgrenzungsversuche vor. Diese Versuche sind prominente Ansätze, aber, das möchte ich gleich vorwegschicken, sie teilen auch eine Eigenschaft, die man kritisch sehen kann und auf die ich erst später im Semester wieder zu sprechen kommen werde. Diesen Ansätzen geht es nämlich um sprachliche Bedeutungen, klar, und bei der Semantik und Pragmatik auch um verschiedene Aspekte sprachlicher Bedeutungen, auch klar, aber diese Ansätze stammen wissenschaftsgeschichtlich aus einer Tradition, die Sprache aus einem speziellen Grund untersucht hat, und dieser Grund hat gar nicht mal unbedingt so viel damit zu tun, was viele von uns an Sprache interessiert. Die zentrale Frage in dieser Tradition ist nämlich, unter welchen Bedingungen Sätze wahr sind oder wie man die Wahrheit von Sätzen beurteilen kann. Das kommt daher, dass wichtige ForscherInnen, die im 20. Jahrhundert die theoretischen Weichen für die heutigen Auffassung über Syntax, Semantik, Pragmatik gestellt haben, aus der Philosophie stammten. Und genauer gesagt stammten sie aus der Wissenschaftsphilosophie. Diese Leute hat vor allem interessiert, unter welchen Bedingungen wissenschaftliche Sätze wahr sind und wie man wahre wissenschaftliche Sätze von falschen wissenschaftlichen Sätzen unterscheiden kann. Und konkret geht es dabei um die Frage, wie wissenschaftliche Aussagen auf die Wirklichkeit beziehbar sind und wie man Sätze erkennt, die sich tatsächlich und solche, die sich nur scheinbar auf die Wirklichkeit beziehen. Dabei geht es um Sätze wie: Die Erde ist der Mittelpunkt des Universums, die Gravitation hat Wellenform, nachts kann man vom Alp heimgesucht werden. Und das wissenschaftliche Vorbild dieser Wissenschaftsphilosophen war dabei die moderne Physik. Man wollte erreichen, dass wissenschaftliche Sätze, also auch solche der Sprachwissenschaft und am besten auch solche der Politik-, Sozial- und Geschichtswissenschaften, in eine logische Form gebracht werden können, in der sie eindeutig, widerspruchsfrei und auf intersubjektiv zustimmungsfähige Weise auf Beobachtungsdaten bezogen werden können. Dieser Fokus auf die Wahrheit als Übereinstimmung von Sätzen mit der Wirklichkeit kennzeichnet auch noch die Semantik- und Pragmatikkonzeption von heute. In diesen Kontext gehört auch die erste prominente Abgrenzung von Semantik und Pragmatik, die ich kurz vorstellen möchte, nämlich diejenige von Charles Morris aus den 1930er Jahren. Was er in seinem Programm versucht hat, ist Folgendes: Die Ergebnisse der Naturwissenschaften galten zu dieser Zeit als methodisch am strengsten ermittelte und am besten abgesicherte Erkenntnisse überhaupt. Neben denen der Logik vielleicht. Man wollte ihre methodische Strenge und dann auch die Exaktheit ihrer Resultate in allen Wissenschaften erreichen, und deshalb brauchte es eine Metadisziplin, die für alle wissenschaftlichen Disziplinen eine exakte Terminologie bereitstellte. Und das sollte die Semiotik sein, die Wissenschaft von den Zeichen. In Morris' Worten: Die Semiotik stellt eine allgemeine Sprache bereit, die auf jede spezielle Sprache und jedes spezielle Zeichen anwendbar ist und also auch auf die Wissenschaftssprache und die spezifischen Zeichen, die in ihr vorkommen, angewendet werden kann. Morris Ende.
Jede Wissenschaft hat es jetzt in ihrem Gegenstandsbereich mit Zeichen zu tun, und die Semiotik hat eben noch einmal darüber, über den einzelnen Wissenschaften, die Wissenschaftssprache zum Gegenstand. Wenn wir, Sie und ich, Linguistik treiben und über Bedeutung von Sprache nachdenken, dann bewegen wir uns eine Abstraktionsstufe darunter. Wir haben ja meistens Alltagssprache zum Gegenstand. Die semiotische Sprache selbst, die Morris vorgeschlagen hat, die sollte dabei schon naturwissenschaftlich aufgeklärt und exakt sein. So, und mit diesen Voraussetzungen geht's jetzt so langsam Richtung Semantik und Pragmatik wissenschaftlicher Sätze. Morris sagt weiter: Man kann den Prozess, in dem etwas als Zeichen fungiert, Zeichenprozess oder Semiose nennen. Morris Ende. Und wir können jetzt an der Semiose mehrere Aspekte unterscheiden. Das ist erstens das, was als Zeichen wirkt, der Zeichenträger. Wir haben zweitens das, worauf das Zeichen referiert, das nennt Morris Designat. Wir haben drittens den Effekt oder das Verhalten, den das Zeichen in RezipientInnen auslöst. Und der Effekt oder das Verhalten heißt Interpretant. Und viertens kommen dazu noch die InterpretInnen selbst. Dieser Prozess der Semiose ist ein Notiznehmen von etwas. Stellen Sie sich vor, ich sage, der neue Podcast steht jetzt online. Dann nehmen Sie mittelbar, nämlich vermittelt über meine Äußerung, Notiz davon, dass jetzt der neue Podcast online steht. Meine Äußerung ist also der Zeichenträger. Ihr Notiznehmen davon, dass der neue Podcast jetzt online steht, ist der Interpretant. Dass der neue Podcast jetzt tatsächlich online steht, ist das Designat. Und Sie sind natürlich die InterpretInnen. Morris sagt dazu, die Signat eines Zeichens ist die Gegenstandsart, auf die das Zeichen anwendbar ist, das heißt die Gesamtheit der Objekte, die die Eigenschaften haben, von denen der Interpret durch die Gegenwart des Zeichenträgers Notiz nimmt. Morris Ende. Das heißt, im Falle unserer Beispieläußerung sind das jetzt keine Objekte, von denen Sie Notiz nehmen, sondern ein Sachverhalt, nämlich der Sachverhalt, dass der neue Podcast jetzt online steht. Und nochmal, Morris, wenn das, worauf referiert wird, als das existiert, worauf referiert wird, ist das Referenzobjekt ein Denotat. Morris Ende. Also, wenn der neue Podcast jetzt also tatsächlich online steht, dann hat meine Äußerung nicht nur ein Designat, sondern auch ein Denotat. Und wenn nicht, dann nicht. Das heißt, jedes Zeichen hat ein Designat, das steht für irgendwas, aber nicht unbedingt ein Denotat. Sie können zum Beispiel durch ein Pfeifen Notiz von etwas nehmen, zum Beispiel einem herannahenden Zug, und dann drehen Sie sich um und sehen, dass überhaupt kein Zug kommt. Dann haben Sie sich getäuscht, dann hatte das Pfeifen für Sie zwar ein Designat, aber kein Denotat. Die Semantik kann Morris jetzt vor diesem Hintergrund ganz einfach definieren. Die Semiose, der Zeichenprozess, hat nämlich eine semantische Dimension. Und Morris sagt jetzt, die Semantik behandelt die Beziehung der Zeichen zu ihren Designaten und darum zu den Objekten, die sie denotieren oder denotieren können. Wenn wir daraus eine Bedeutungsdefinition ableiten wollten, könnten wir sagen, in Bezug auf die semantische Dimension der Semiose umfasst die Bedeutung eines Zeichenträgers das Designat, also das, wovon Notiz genommen wird, und das Denotat, dem der Gegenstand oder Sachverhalt in der Wirklichkeit entspricht, falls er existiert oder besteht. Morris benutzt aber das Wort Bedeutung übrigens nicht. Denken Sie immer noch daran, dass Morris bei dem Ganzen vor allem an wissenschaftliche Äußerungen und deren Designate gedacht hat. Und jetzt sagt Morris etwas sehr Wichtiges, nämlich: Ein strenger Aufbau der Semantik setzt eine relativ weit entwickelte Syntaktik voraus.
Zum Beispiel kann die ständig wiederkehrende Frage, ob der Sprachstruktur eine Struktur in der Wirklichkeit entspricht, und hier sind wir jetzt genau bei der Wahrheit, schwerlich angemessen diskutiert werden, solange die Ausdrücke Struktur und Struktur einer Sprache nicht geklärt sind. Morris Ende. Das heißt, die Semantik kann erst dann die Beziehung der Zeichen zu ihren Designaten und Denotaten angemessen beschreiben, wenn es schon eine Sprache für die Beziehungen der Zeichenträger zueinander gibt. Und mit diesen Beziehungen, die Morris die syntaktische Dimension der Semiose nennt, beschäftigt sich die Syntaktik. Heute würden wir Syntax sagen. In der Semantik gibt es nun auch semantische Regeln und die geben die Bedingungen an, unter denen Zeichen auf Designate und Denotate, auf Gegenstände und Sachverhalte anwendbar sind. Dabei muss die Semantik aber wie gesagt auf syntaktische Gegebenheiten Bezug nehmen. Also, ganz wichtiger Punkt, die Semantik ist abhängig von der Syntax. Die Pragmatik hat bei Morris auch ihren Ort und sie betrifft auch einen Aspekt der Semiose des Zeichenprozesses, nämlich die pragmatische Dimension des Zeichenprozesses. Morris: Unter Pragmatik verstehen wir die Wissenschaft von der Beziehung der Zeichen zu ihren Interpreten. Da zu den meisten, wenn nicht allen Zeichen lebende Organismen als Interpreten gehören, kann man die Pragmatik hinreichend genau mit den Worten charakterisieren, dass sie sich mit den lebensbezogenen Aspekten der Semiose beschäftigt, das heißt mit allen psychologischen, biologischen und soziologischen Phänomenen, die im Zeichenprozess auftauchen. Und jetzt sagt Morris etwas, was als Bedeutungsdefinition sehr wichtig ist. Aber wieder benutzt Morris dafür das Wort Bedeutung gar nicht. Das ist ihm nämlich verdächtig, unwissenschaftlich zu sein. Jedenfalls sagt er, der Interpret eines Zeichens ist ein Organismus. Der Interpretant, erinnern Sie sich, das war der Effekt oder das Verhalten, das der Zeichenträger im Interpreten auslöst. Der Interpretant ist die Gewohnheit des Organismus, aufgrund der Anwesenheit des Zeichenträgers auf abwesende Objekte, die für die Bewältigung der jeweiligen Situation relevant sind, so zu reagieren, als ob sie anwesend wären. Morris Ende. Das heißt, der Organismus behandelt also den Zeichenträger wie das, auf das er verweist, weil dasjenige für die Bewältigung der jeweiligen Situation relevant ist. Mit anderen Worten, Bedeutung ist in Bezug auf die pragmatische Dimension der Semiose das, was für die Lebensbewältigung eines Organismus relevant ist. Das ist ein sehr, sehr weiter Bedeutungsbegriff. Noch etwas zur Beziehung der Pragmatik zu den anderen beiden Dimensionen der Semiose. Morris sagt, in einer systematischen Darstellung der Semiotik würde die Pragmatik sowohl die Syntaktik als auch die Semantik voraussetzen, wie die letztere ihrerseits die erstere voraussetzt, also die Semantik, die Syntaktik. Denn die adäquate Diskussion der Beziehung der Zeichen zu ihren Interpreten erfordert die Kenntnis der Beziehung der Zeichen untereinander und zu jenen Dingen, auf welche sie ihre Interpreten verweisen. Morris Ende. Daraus folgt aus dieser Semantik- und Pragmatik-Definition, dass ganze Teildisziplinen der Linguistik wie die Psycho- und Neurolinguistik, die Soziolinguistik in den Bereich der Pragmatik fallen würden. Zuletzt gibt es auch pragmatische Regeln. Sie, Zitat, geben die Bedingungen an, die der Interpret erfüllen muss, um einen Zeichenträger als Zeichen von etwas verstehen zu können. So viel zu Morris. Die Morrisische Unterscheidung zwischen den Dimensionen der Semiose wurde dann in der Folge mutwillig oder fahrlässig so uminterpretiert und eingeengt, dass der Ausdruck Pragmatik dazu kam, alle Bedeutungsaspekte von sprachlichen Äußerungen zu betreffen, die Referenz auf die SprecherInnen erfordern. Und darunter fiel zunächst einmal vor allem die Personendeixis.
Das heißt, die Frage, was Wörter wie ich, du, wir, ihr in Sätzen bedeuten. Deiktische Begriffe sind Begriffe, die auf etwas hinzeigen. Von einem bestimmten Punkt aus in die Situation zeigen. Vom Satz, von der Äußerung aus in die Situation zeigen. Und Personendeixis sind eben Ausdrücke, die auf Personen in der Äußerungssituation zeigen. Warum sind gerade die Bedeutungen von diesen Personalpronomen der ersten und zweiten Person hier relevant? Weil ihre Bedeutung direkt vom Äußerungskontext abhängt, nämlich davon, wer spricht und wer angesprochen wird. Wenn jemand sagt, Autos mit Verbrennungsmotoren verursachen schädliche Abgase, dann hat die Frage, ob das wahr ist oder nicht, überhaupt nichts mit der konkreten Situation zu tun, in der das gesagt wird. Das ist nämlich wahr oder nicht wahr, unabhängig von der Situation, in der es gesagt wird. Wenn aber jemand sagt, ihr seid heute damit dran, das Kompostklo zu säubern, dann hängt die Frage, ob das wahr ist oder nicht, untrennbar mit der Situation zusammen, in der das geäußert wird. Und zwar, weil die personendeiktischen Ausdrücke, wie eben ihr, ihre Bedeutung je nach Äußerungssituation ändern. Das hat auch Auswirkungen auf logische Schlussfolgerungen, und die sind ja immer ganz besonders wichtig in Bezug auf die Frage, ob Sätze und Äußerungen wahr oder falsch sind. Ich heiße Simon Kasper. Simon Kasper ist ein Linguist. Daher bin ich ein Linguist. Dieses Argument ist als Ganzes nur wahr, wenn der Sprecher der ersten Prämisse, ich heiße Simon Kasper, der gleiche Sprecher ist wie der Konklusion, und sonst ist das Argument nicht gültig. Und das hängt am Personalpronomen, am deiktischen Personalpronomen Ich. Wenn solche Pronomen fehlen in einem Argument, dann ist das Argument unabhängig von der Situation, in der es geäußert wird, gültig oder ungültig. Nicht so mit deiktischen Ausdrücken. Wenn man nun aber schon so weit ist und erkannt hat, dass die Wahrheit von Sätzen und Äußerungen von personendeiktischen Ausdrücken abhängt, dann ist man auch nicht mehr weit davon entfernt, auch andere deiktische Ausdrucksklassen zu entdecken. Das sind dann lokal deiktische Ausdrücke, zum Beispiel hier, dort und da drüben, und temporal deiktische Ausdrücke, wie zum Beispiel jetzt, nachher oder vor 2 Wochen. Um ein Beispiel von Stephen Levinson zu benutzen, stellen Sie sich vor, Sie finden eine Flaschenpost mit der Nachricht »Triff mich hier in einer Woche« mit einem Stock, der ungefähr so groß ist. Dann wissen Sie weder, wen Sie treffen sollen, noch wo Sie die Person treffen sollen, wann Sie sie treffen sollen, und Sie wissen auch nicht, wie groß der Stock sein soll. Das hängt an den verschiedenen Typen von deiktischen Ausdrücken, die alle maßgeblich zur Satzbedeutung beitragen, deren Einzelbedeutungen aber nur durch den Äußerungskontext festgelegt werden. Pragmatik in diesem Sinne würde also Bedeutungen untersuchen, bei denen auf Äußerungsort, Zeit und TeilnehmerInnen Bezug genommen werden muss. Nur einen kleinen Schritt weiter geht die nächste Charakterisierung des Unterschieds zwischen Semantik und Pragmatik. Sie ist wahrscheinlich auch gegenwärtig die gängigste Abgrenzung. Wenn Sie also gefragt werden, was die Semantik und die Pragmatik voneinander unterscheidet, dann können Sie das antworten, was Sie jetzt hören werden. Nach diesem Vorschlag behandelt die Semantik nämlich die kontextunabhängige oder wörtliche Bedeutung von sprachlichen Ausdrücken. Das ist der Teil der Bedeutung, der durch sogenannte Wahrheitsbedingungen abgedeckt ist. Die wörtliche oder kontextunabhängige Bedeutung eines Satzes ist danach die Menge der Situationen, in denen der Satz wahr ist. Oder ein bisschen zugänglicher formuliert, Sie kennen die Bedeutung eines kontextlosen Satzes, wenn Sie sagen können, wie Situationen aussehen müssen, in denen er wahr ist. Wenn der Satz zum Beispiel lautet, der neue Podcast ist hochgeladen, dann wissen Sie ohne jegliche Kontextkenntnisse,
dass dieser Satz wahr ist, wenn in dem gegebenen Diskurs ein bestimmter, bereits vorerwähnter oder in seiner Bestimmtheit erschließbarer Podcast auf einen nicht näher spezifizierten Server elektronisch übertragen wurde. Und die Pragmatik behandelt dann die Bedeutungsanteile, die durch die kontextunabhängige Bedeutung im Kontext erweitert oder verändert wird. Also mit anderen Worten, die Pragmatik ist dann verantwortlich für die kontextabhängigen Bedeutungsanteile. In Bezug auf den Satz, der neue Podcast ist hochgeladen, würden dazu all die Bedeutungsspezifikationen gehören, die für Sie erschließbar machen, wer das sagt, wer dadurch adressiert ist, um welchen Podcast es sich handelt und in welchem Sinne und in Bezug auf welche Zeitreferenz er neu ist. Außerdem, was diese Informationen Ihnen überhaupt mitteilen soll. Wenn ich Ihnen jetzt in ein paar Tagen sage, der neue Podcast ist hochgeladen, dann könnten Sie das so interpretieren, dass diese Information Ihnen sagen soll, dass Sie damit zum Beispiel aufgefordert werden, ihn zu hören. Und noch weiteres gehört zur kontextabhängigen Bedeutung. Dazu im Laufe der Podcast-Folgen dann mehr. Mit dieser Arbeitsteilung von Semantik und Pragmatik nehmen bestimmte weitere Ausdrücke bestimmte Bedeutungen an. Die Semantik untersucht nämlich unter diesen Vorzeichen dezidiert die Bedeutung von Sätzen. Sätzen sind nämlich abstrakte oder virtuelle Types, die sich anhand von ebenfalls abstrakten grammatischen Regeln bilden lassen. Und die Bedeutung von Sätzen lässt sich auf der Grundlage der Bedeutung ihrer Teilausdrücke und den grammatischen Regeln auch ohne einen Äußerungskontext berechnen. Das ist das Kompositionalitätsprinzip. Die Bedeutung eines Satzes ergibt sich eindeutig aus der Bedeutung aus den Bedeutungen der Einzelausdrücke und aus ihrer syntaktischen Verknüpfung. Und dass sich das auch ohne Äußerungskontext berechnen lässt, sehen Sie an dem Satz, der neue Podcast ist hochgeladen. Die Pragmatik untersucht dagegen dann die Bedeutung von Äußerungen, also Satz versus Äußerung. Äußerungen sind im Gegensatz zu abstrakten, virtuellen Sätzen konkrete Realisierungen solcher Sätze in Äußerungssituationen von konkreten SprecherInnen, die bestimmte Zwecke verfolgen. Die Bedeutungen von Äußerungen sind dann also entweder die Bedeutung von Sätzen plus die Bedeutungsgehalte, die durch den Äußerungskontext hinzukommen, oder die Bedeutung von Äußerungen verändert durch den Äußerungskontext die Satzbedeutung. Ein Beispiel, wie sich die Satzbedeutung im Kontext verändert, bildet Ironie. Wenn ich zu jemandem sage, den ich eigentlich für underdressed halte, Mensch Alex, du hättest dich doch nicht so in Schale schmeißen müssen, dann ist die Äußerungsbedeutung tatsächlich die Negation der Satzbedeutung, weil ich ja eigentlich das Gegenteil von dem meine, was mein Satz sagt. Diese gängige Auffassung von Semantik und Pragmatik lässt sich griffig zusammenfassen in der Formel Semantik gleich Pragmatik minus Wahrheitsbedingungen. Und diese Charakterisierung stammt von Gerald Gatzar. Jetzt war schon vielfach die Rede vom Äußerungskontext, von der Äußerungssituation oder bloß vom Kontext. Was ist damit gemeint? Damit sind bestimmte Arten von Begleitumständen gemeint, in denen ein Ausdruck geäußert wird, wobei diese Begleitumstände die Äußerungsbedeutung gegenüber der Ausdrucksbedeutung noch spezifizieren oder verändern können. So viel ist ja, glaube ich, schon deutlich geworden. Was sind das aber für Begleitumstände? Da ist zunächst als erste Art von Begleitumstand die Situation. Zur Situation gehört der Ort und die Zeit der Äußerung sowie die Personen, die an der sprachlichen Interaktion beteiligt sind. Aber nicht nur ihre äußerliche Beteiligung
ist damit erfasst, sondern auch ihre mentalen Zustände. Also etwa das, was sie schon darüber wissen, wovon die Äußerung handelt oder der Diskurs, aber auch das, was sie schon darüber wissen, was die anderen wissen. Also die Wissensstände der anderen beteiligten Personen. Auch wie sie gegenüber dem Gegenstand, von dem gehandelt wird, und gegenüber den Leuten, die beteiligt sind, eingestellt sind und so weiter. Also solche situationsbezogenen mentalen Zustände der Beteiligten. Wenn Sie über die gesprochene Äußerung "Sie wissen überhaupt nicht, wovon Sie reden" erfahren, dass das eine Studentin zu ihrer Freundin über ihre Dozentinnen gesagt hat, dann können Sie auch schließen, dass die Bedeutung von "Sie" nicht die förmliche Anrede ist, also das Siezen, die zum Beispiel ein Sprecher gegenüber einer Adressatin zu verstehen gibt. Sie wissen ja überhaupt nicht, wovon Sie reden. Als zweite Art von Begleitumstand kann man den übrigen Text nennen, in den der Ausdruck eingebettet ist. Also das Gesprochene, geschrieben, zeichensprachlich ausgedrückte, was dem Ausdruck vorangegangen ist und was ihm folgt. Das nennt man dann auch den Kotext. Worauf er referiert und in welchem Sinne "lang" in dem Satz "er ist schon wieder eine Stunde lang geworden" zu verstehen ist, das können Sie erst aus dem Kotext der Äußerung schließen, wenn diesem Satz der andere Satz "der neue Podcast ist hochgeladen" vorangegangen ist. Und der dritte wichtige Begleitumstandstyp von Äußerungen, der zum Kontext zählt, das ist das sogenannte Weltwissen oder auch enzyklopädische Wissen, vor dessen Hintergrund wir Äußerungen interpretieren. Dieses Wissen ist nicht auf die konkrete Situation beschränkt, wie das, was wir wissen, was andere über die Situation denken, sondern das ist situationsübergreifendes Wissen über grundlegende Zusammenhänge in der Welt. Wenn Sie zum Beispiel hören, "Paul ist ins Aldi gegangen und hat mit Ravioli um sich geworfen", dann werden Sie interpretieren, dass Paul erst ins Aldi gegangen ist und dann im Aldi mit Ravioli um sich geworfen hat. Sie werden weniger wahrscheinlich interpretieren, dass Paul schon beim Reingehen mit Ravioli um sich geworfen hat, und Sie werden noch viel weniger wahrscheinlich interpretieren, dass Paul zuerst mit Ravioli um sich geworfen hat und erst danach, als er damit fertig war, ins Aldi gegangen ist. Von der Satzbedeutung her sind aber alle drei Lesarten möglich. Mit Ihrem Weltwissen machen Sie aber nur die erste Lesart draus. Abschließend möchte ich noch etwas Allgemeines zu diesen Abgrenzungsversuchen sagen. Wenn Syntax oder Syntaktik, Semantik und Pragmatik mit Bezug aufeinander definiert werden, dann ist auch klar, dass die Definition des einen nur so gut sein kann wie die Definition des anderen. Wenn man nämlich Semantik unter Bezug auf die Pragmatik definiert oder umgekehrt, dann muss ja die Teildisziplin, mit deren Hilfe die jeweils andere definiert wird, schon hinreichend klar definiert sein. Es gibt aber faktisch verschiedene Semantikkonzeptionen und es gibt verschiedene Pragmatikkonzeptionen. Und wenn wir jetzt von oben da drauf schauen und versuchen, Semantik und Pragmatik voneinander abzugrenzen, dann muss es zu unscharfen Grenzen zwischen ihnen kommen. Was Sie für Semantik halten, wird Konsequenzen dafür haben, was Sie für Pragmatik halten, und umgekehrt. Auf einer noch grundlegenderen Ebene könnte man sich auch überlegen, mit welchem Erkenntnisinteresse man überhaupt an sprachliche Bedeutung herangeht. Stellen Sie sich vor, man würde nicht zum Ausgangspunkt nehmen, dass Satzstrukturen Wirklichkeitsstrukturen zutreffend oder unzutreffend abbilden können, sondern man würde anerkennen, dass diese Sichtweise schon selbst auf starken Vorannahmen beruht und eigentlich gar kein Ausgangspunkt ist. Man könnte mit viel weniger Vorannahmen davon ausgehen, dass die Wahrheit und Falschheit von Sätzen immer das Resultat einer Behauptung ist. Und dass Behauptungen Handlungen sind, die Menschen aus bestimmten Gründen vollziehen. Dann müsste methodisch am Anfang eine Handlungstheorie im Sinne der Pragmatik stehen, von der dann die Semantik und die Syntax abhängig wären, statt umgekehrt. Dann könnten die Abgrenzungen
und auch die Bedeutungsdefinitionen ganz anders ausfallen. Solche Ansätze werden in der Linguistik aber kaum, in der Wissenschaftsphilosophie dagegen aber durchaus verfolgt. Ich möchte Ihnen als Stichwörter nur nennen methodischer Konstruktivismus, Transzendentalpragmatik und methodischer Kulturalismus. Ein Kristallisationskern bei diesen ganzen Definitionsversuchen ist implizit oder explizit der Bedeutungsbegriff. So viel dürfte schon klar geworden sein. Semantik haben Sie jetzt, um das nochmal zu erwähnen, als kontextunabhängige, also Satzbedeutung, und Pragmatik als kontextabhängige, also Äußerungsbedeutung kennengelernt. Semantik ist wörtliche Bedeutung, Pragmatik ist erschlossene Bedeutung. Bedeutung ist hier der schillernde Begriff, aber Sie brauchen sich nur einmal ein paar Äußerungen einfallen zu lassen, in denen Sie den Ausdruck alltagssprachlich verwenden, um zu sehen, dass er ziemlich schwer zu definieren ist. Wir werden also auf den Begriff der Bedeutung zurückkommen müssen. Für heute soll es das aber erstmal gewesen sein mit der Frage, was ist der Unterschied zwischen Semantik und Pragmatik? Ciao, bis zum nächsten Mal.